Nein, ich fahre von der Nacht in Genauigkeit. Nach der Nacht wohnt Friedi Owe. Über 400 Mitwirkende in der Versammlung, sie waren ruhig. Der Christoph Boucher und der Marc Reichert haben schon den Nordtanz geprobt. Also da bin ich an Simius, weil es das heißt, das ist ja off. Und wir definieren hier im Karneval in Tann, der 1. März. Für den Karneval in Tann vorzubereiten, schaffen Bâtisseurs schon seit einem Jahr. Sie haben eine Choreografie einstudiert, das Kostüm ausgedenkt, wo sie dann nur selber gemacht haben, die Maske haben sie entworfen, auf dem Modell von Holzschnitzereien, wo sich in der bekannten Kollegial von Tann befinden. Wir haben so vier Zirkelnummer. Wir haben eine Follus, das ist ein Fruchter, ein Och mit einem großen Nase. Wir haben ein Schikus, das ist einer, der große Bocken hat. Wir haben noch ein Simius, das ist ein Off. Und der letzte, das ist noch ein Verein, das ist so ein ganz krummer Müll. Ein Tordus heißt man das, denn das Müll ist ganz. Ganz verzogen. So. 40 Mitglieder von den Bâtisseurs stecken unter den Larven. Sie haben eine Choreografie auf die Füße gestellt und am Freitagnacht werden sie mit 350 anderen kostümierten Nochen ein Unwesen in Tann treiben. Es ist erst Tanner Nochennacht seit dem Mittelalter. Ich bin am WC auf dem Basel, da, um morgen streichen. Ja. Und noch, das hat mir so gefallen, als sie proposiert haben, als so eine Karnevalmacher in Tann, aber es Nacht. Und dann konnte man das fertig machen mit einer Schnitzelbank im Rolle Kulturelle. Unser Karneval ist ein Karneval für die Region. Wir haben Leute bekommen von Reute, von Altschwil, von Reisach und wo noch, Oberloch. Ja. Das, wir waren ein Karnevalmacher, also wenn der alle alemannische Gegenden. Nach einer Nacht, wo alemannische, rheinische, brasilianische und venezianische Elemente vermischt. Etwas ganz Neues im Elsass, wo am Freitag am 9. Uhr anfängt. Die Bâtisseurs von Tann werden dann in Aktion treten. Ob Simius, Tordus, Follus oder Schikus, sie müssen Verstimmung sorgen. Ja, und nur noch ein Spiel gibt es im Rolle Kulturelle von Tann noch ein Tantam, das heißt der Schnitzelbank, ein Witz oben vor den Unterländern, wo mancher durch den Kakao gezogen wird.